Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren News-Video hier auf diesem Kanal. Dieses Mal für den Oktober 2021. Ihr kennt das Spiel, so wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den folgenden News. Ja, und man muss sagen, es ist tatsächlich sehr viel Archäologisches passiert oder viel in der Archäologiewelt passiert im vergangenen Monat. Beginnen möchte ich mit einem Fund, den vielleicht die meisten von euch tatsächlich auch schon mal wieder mitbekommen haben. Und zwar wurde das Schwert eines Kreuzritters gefunden. Und zwar eben an der Küste im heutigen Israel von einem Hobbytaucher. Und ja, der hat zum Glück diesen Fund umgehend gemeldet. Und ja, also es ist ein perfekt erhaltenes Schwert, klar im Meer ein bisschen von Muscheln überzogen, aber dennoch sehr gut erhalten. Es ist ca. 900 Jahre alt, hat eine 1 Meter lange Klinge und ein 30 cm langes Heft. Vermutlich ist es aus Eisen hergestellt worden. Es wird eben gerade jetzt noch untersucht, logischerweise. Und ja, man geht davon aus, oder es ist naheliegend, dass das Ganze mit der Kreuzfahrerfestung Atlit zusammenhängt, die dort in der Nähe des Fundorts sich befindet und 1218 gebaut wurde und dann 1291 circa eben aufgegeben wurde, ohne in dieser Zeit erobert zu werden. Was dort auch generell noch so gefunden wurde, ich weiß jetzt nicht, das ist nicht so ganz hervorgegangen, ob im weiteren Zuge dieses Tauchgangs oder schon im Vorfeld sind Keramikscherben und Anker aus Stein und Eisen. Und ja, das fügt sich so in dieses Bild, dass man davon ausgehen kann, dass dort Schiffe länger im Hafen lagen. Ja, ich bin noch sehr gespannt, was da mit dem Schwert rauskommt. Ich denke mal, da es so ein Sensationsfund ist, wird es sehr, sehr gut restauriert werden und wir werden ihn hoffentlich absehbarer Zeit schöne Restaurationsfotos sehen. Aktuell müssen wir uns halt mit dem am Meeresgrund etwas überwachsenem Fund zufrieden geben. Ja, wir bleiben bei der Unterwasserarchäologie. Ein weiterer äußerst spektakulärer Fund ist der eines Kanus aus der Maya-Zeit. Und zwar wurde dieses vollständig erhaltene Objekt auf der Halbinsel Yucatan in einer Kenote, also einer Unterwasserhöhle, gefunden, von denen es ja da zahlreiche gibt. Ich glaube, jeder weiß, was mit diesen Höhlen gemeint ist. In jeder Maya-Doku kommen die eigentlich vor, weil man dort unten dann unter Wasser eben diese, ja, teilweise eben auch Opfergaben eben findet und diesen ganzen Maya-Mythos da hervorragend untermalt, nenne ich es mal. Ja, und das Spannende eben bei diesem Kanu ist, es ist praktisch ja, das erste so seine Art vollständig erhalten. 1,60 Meter lang, 80 cm breit und datiert genau in die Blütezeit der Maya. Und zwar konnte das Holz zwischen 830 und 950 nach Christus schon datiert werden. Und jetzt mit der Interpretation, also es sind zwei Ansatzstränge bis jetzt veröffentlicht worden. Der eine ist relativ praktisch, ne, dass man mit diesem Kanu Süßwasser aus der Höhle geholt hat. Und der zweite hat ganz typisch wieder diesen kultisch-rituellen Charakter, dass man dort Opfergaben in die Höhle gebracht hat, um sie dann dort zu versenken oder zu deponieren. Ich denke, beides ist irgendwo plausibel. Man kann so ein Kanu auch je nach Tag für beide Aktivitäten nutzen. Also das würde ich auch nicht ausschließen. Und ja, jetzt ist es an den Archäologen dort. Da wird nämlich gerade was Neues, Touristisches eben gemacht und deshalb sehr, sehr viel ausgegraben, dass da noch weitere Kanus gefunden werden. Und vielleicht können wir dann die Interpretation ein bisschen konkretisieren. Oder vielleicht kommt wieder was völlig anderes, Neues dabei raus. Aber insgesamt natürlich wirklich ein sehr, sehr schöner Fund. Und auch hier freue ich mich schon auf die weiteren Forschungsergebnisse. Vergangenen Monat konnte auch ein neues Verfahren in der Grabungstechnik erfolgreich angewandt werden. Und zwar hat man in Bayern ein
sehr reiches Kindergrab aus dem 7. Jahrhundert gefunden. Ganz kurz zu dem Grab, also das Kind dort drin war in einem Holzsarg bestattet und rundherum war eben noch eine Steinpackung angebracht. Diese Steinpackung war wohl so gut und dicht drumherum gepackt, dass kein Sediment von außen eingedrungen ist. Sprich, im Inneren war alles im Originalzustand, an Originalposition erhalten. Man hat schon gesehen, es sind Goldobjekte drinnen, die Textilerhaltung ist äußerst gut und da bietet sich das Ganze dann natürlich an, das im Block zu bergen, um es dann im Labor ja perfekt erforschen zu können, ganz grob gesagt. So, jetzt ist das Problem, dadurch, dass kein Sediment eingedrungen ist, ist auch nicht wirklich Sediment da, um die Objekte an Ort und Stelle zu halten, damit das Ganze beim Transport nicht verrutscht. Und ja, dann hat man sich Gedanken gemacht im Landesamt für Denkmalpflege in Bayern und hat ja eine Schockfrosttechnik entwickelt, die dann eben auch jetzt erfolgreich angewandt werden konnte. Und zwar hat man da mit flüssigem Stickstoff gearbeitet, weil dessen Fähigkeiten sehr, sehr gut sind. Man hat das Ganze auf minus 196 Grad Celsius gebracht. Und das Prozedere hat dann 14 Stunden gedauert, aber konnte eben erfolgreich beendet werden. Und ja, ich finde das Ganze natürlich erstens deshalb sehr cool, weil ich beteure ja auch immer in meinen Streams und so, dass Denkmalpflege nicht immer heißt, man muss alles ausgraben, sondern man lässt es im Boden, weil die Technik immer besser wird und neue Verfahren konzipiert werden. Klar, in diesem Fall musste man jetzt ausgraben, also es handelt sich um eine Notgrabung. Und ja, wer weiß, wenn dieses Grab vor 20, 30 Jahren gefunden worden wäre, wie man da agiert hätte. Und sind wir froh, dass es jetzt gefunden wurde und diese Technik jetzt da ist und jetzt damit dann dieses tolle Ergebnis erzielt werden konnte. Und natürlich Textilfunde finde ich immer sehr, sehr spannend, vor allem natürlich 7. Jahrhundert, wo uns nicht so viel zugänglich ist. Und ja, auch hier, ich sage es immer wieder bei jeder News so am Ende, aber ich bin wirklich sehr gespannt auf die Forschungsergebnisse, die uns da erwarten und wirklich gar nicht, also persönlich gar nicht so auf die Goldfunde, sondern vielmehr auf die Textilreste, was die uns denn so für Aufschlüsse geben können. Blicken wir mal wieder nach Hallstatt. Wie so oft kommen aus Hallstatt spannende Forschungsergebnisse und so hat es sich auch im Oktober verhalten, denn ein Forschungsteam des Naturhistorischen Museums in Wien hat sich dort mit den Exkrementen der Bergleute beschäftigt, und zwar von der Bronzezeit bis in die Barockzeit, also rundum geschlagen ca. 3000 Jahre, und ist dort zu relativ spannenden Ergebnissen gekommen. Ja, also dass die Bedingungen oder die klimatischen Bedingungen in so einem Bergwerk für die Erhaltung von organischem Material perfekt sind, glaube ich, muss ich nicht erwähnen. Man kriegt es auch in jeder Hallstatt-Dokumentation mit. Und ja, jetzt wurde sich hier nochmal speziell eben auf diese Exkremente bezogen, um dort Rückschlüsse auf die Ernährung und die Darmflora bzw. diese Mikrobiome zu bekommen. Und ja, also es konnte nachgewiesen werden, dass schon dort in der Bronzezeit eine Art Blauschimmelkäse oder ein Blauschimmelkäse wohl verzehrt wurde. Das hat man anhand von eben diesen Pilzstrukturen nachweisen können, die zur Veredelung von Lebensmitteln dienen. Genauso wie wohl zwei Hefepilze, die ganz gezielt auch gezüchtet wurden, um Bier herzustellen. Und ja, man kennt so fermentierten Käse immer so aus diesem ägyptischen Kontext vielleicht, wenn man so ja, in die Vorgeschichte geht. Und ja, aber dieses, was man hier eben hat, dieser Blauschimmelkäse, ist wohl noch älter als tatsächlich das, was man in Ägypten gefunden hat. Es konnte auch ein Nahrungsmittel nachgewiesen, das wohl fast ausschließlich aus Rinderblut bestanden hat und ja, eventuell so eine Art eisenzeitliche Blutwurst gewesen ist. Und
Und ja, was auch noch ganz klar ist, ich hatte das auch mal in einem anderen News-Video erwähnt, wenn es um die Darmflora geht, ist das ein krasser Cut gewesen bei der industriellen Revolution. Da gibt es einen deutlichen Unterschied und eben man sieht hier, dass die Leute aus der Bronze- und Eisenzeit auf jeden Fall viel näher an der Darmflora von Ötzi gelegen sind, was eben auch erforscht wurde. Zwar jetzt nicht in diesem Kontext, aber man hat das Ganze miteinander verglichen und das sich eben sehr krass unterscheidet dann, wenn man in der Zeit vorangeht. Und da kann man gut so Umschwünge im Lebensstil der Menschen nachweisen. Und wenn euch das Ganze interessiert, wie gesagt, könnt ihr den Artikel auch nochmal selbst durchlesen. Und generell zu dieser Mikro-Darmflora gibt es sehr viele wissenschaftliche Artikel, wenn es einen denn interessiert und nicht ekelt. Aber ich finde das Ganze eben sehr spannend und ja, finde es auch hier eben ganz, ganz nett zu wissen, dass dort eben schon Blauschimmelkäse im Bergwerk bei der Salzproduktion verzehrt wurde. Am Schluss fasse ich jetzt nochmal ganz kurz ein paar News für euch zusammen, weil wirklich nur, sage ich mal, die Kernaussagen davon interessieren und damit das Ganze hier auch nicht so lange wird. Beginnen tun wir mit den drei römischen Steinstatuen, die in England gefunden wurden. Und zwar in einer ehemaligen normannischen Kirche, die wohl um 1080 gegründet wurde und dann irgendwann 1960 sowas abgerissen wurde. Und bei den Ausgrabungen, die da jetzt stattgefunden haben, hat man eben drei perfekt erhaltene römische Statuen gefunden und geht jetzt eben davon aus, dass vor dieser normannischen Kirche dort ein römisches Mausoleum gestanden hat. Weiter geht's mit der Herkunft der heutigen Hauspferde, die endlich geklärt werden konnte. Ich habe auch schon öfters über Pferdedomestikation berichtet oder wir haben auch im Stream schon drüber geredet. Jetzt konnte es mittels einer zeitgenössischen Studie wohl endgültig geklärt werden. Die heutigen Hauspferde stammen aus der pontisch-kaspischen Steppe im Nordkaukasus. Dort wurden Wildpferde domestiziert und dann hat sich das Ganze innerhalb weniger Jahrhunderte in ganz Resteurasien ausgebreitet. So, jetzt wisst ihr über die Pferde Bescheid, könnt ihr immer ein bisschen damit angeben. Und ganz am Schluss wollte ich eigentlich gar nicht erst mit aufnehmen, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Eventuell sagen euch die Mumien aus dem Tarimbecken etwas. Es gibt da eine schöne Dokumentation, ich glaube von Arte war das Ganze und da geht es auch so um asiatische Archäologie und diese Mumien wurden in der Wüste entdeckt, auch mal wieder perfekt erhalten und ja, man hat die dann untersucht und ist eben zu falschen Ergebnissen gekommen und ich weiß auch noch, weil ich fand die Dokumentation so gut und es war immer so dieses Rätselhafte um diese Mumien, weil man hat gesagt, das sind eigentlich indoeuropäische Menschen gewesen, also Einwanderer aus dem Westen und da war dann immer so, ja, da damals schon dieser Kontakt und wieso sind die da hingewandert und wieso so bestattet. Und ja, und jetzt bei neuen Untersuchungen hat man herausgefunden, dass das genetisch ein wenig anders ausschaut. Und zwar handelt es sich um eine indigene Bevölkerung mit ganz tief asiatischen Wurzeln, die eben ja, eine Vorliebe für Speisen aus der Ferne hatten. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut euch die Artikel gerne an. Ihr wisst, sie sind verlinkt. Und ich wünsche euch da viel Spaß beim Lesen. Und ja, also ich kann nur sagen, abschließend für dieses Video. Ich fand wieder, es waren wirklich extrem viele spannende News dabei. Es gibt auch noch eine Handvoll mehr, aber das würde den Rahmen von dem Ganzen hier sprengen. Und ja, deshalb haltet die Augen und Ohren steif, dann kriegt ihr immer alles mit. Ich schaue, dass ich euch hier wirklich, sage ich mal, die eher außergewöhnlichen Dinge präsentiere, die auch so ein bisschen über die Landesgrenzen eben hinausgehen.
Und ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, wir können gerne auf Twitch diskutieren, wie ich das immer schön sage. Wenn es Kritikpunkte gibt oder ihr auch sagt, hey, halte ich nicht so kurz, red ruhig ein bisschen länger drüber, teilt mir das gerne in den Kommentaren mit. Ich freue mich drüber und ja, vielen Dank fürs Anschauen des Videos oder wenn ihr den Podcast gehört habt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag, eine schöne restliche Woche, wo auch immer ihr gerade seid und wie spät es ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut.